Hallo mein liebes Zwillinge-Sternzeichen und herzlich willkommen zum Wochenhoroskop, zum kollektiven Wochenhoroskop. Mal schauen, was hier für Karten auf den Tisch fallen. Ja, auch der Zwilling darf hier noch einmal in die Innenschau gehen. Alles anschauen, was nicht beleuchtet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hier sehr, sehr kraftvoll und dynamisch ein Herzschmerz aufarbeiten, denn hier wird nämlich eine notwendige Einsicht gewonnen in Herzensangelegenheiten. Hier wird Schmerz zugelassen, hier wird Trauer zugelassen und das ist auch in dem Fall vonnöten, damit hier wieder ja Potenzial reinkommt, damit auch zukünftige Streitereien rausgehen können und auch aktuelle Streitereien rausgehen können. Denn es kann schon sehr belastend sein, wenn hier eine neue Partnerschaft eingegangen wurde und ja, dieser neue Partner mit der Vergangenheit konkurrieren muss, dann ist das schon sehr, sehr schwer, weil da wirst du immer als Verlierer rausgehen. Es ist, wie es ist. Es tut mir leid. Ich kann das ja nicht schönreden. Und das würde auch dafür sorgen, dass ohne diese Erkenntnis des eigenen Potenzials und auch nicht ohne deine eigene Initiative zu ergreifen, hier wirklich Pläne geschmiedet werden, die aber nicht umgesetzt werden können. Ja, du bekommst dann auch nicht das, was du investierst, weil du natürlich Negatives investierst. Und naja, wer möchte schon gerne Negatives zurückhaben? Ja, das könnte dann schon sehr, sehr für Kopfschmerzen und Streitereien sorgen. Vor allen Dingen, wenn das Gegenüber eine Person ist, die sich darauf nicht einlässt, die keinen Bock hat auf diese Spielchen, weil dann stehst du irgendwann wieder alleine da und sitzt und musst in die Innenschau gehen, um zu reflektieren. Es ist also eine never-ending story. Natürlich, das Universum wiederholt es immer wieder, ja, solange bis es kapiert worden ist, dass hier wirklich Herzschmerz gelöst worden ist. I'm sorry, aber das muss in dem Fall sein. Das Alte muss raus, damit neuer Wind reinkommen darf.